Hallo und willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior Contracts. Und wir gehen hier mal jetzt ins Gebäude rein. Dass wir jetzt einfach hoffen, dass es leer ist. Weil man könnte mal von hier aus. Sieht aber leer aus. Gucken, ob man uns mal rüberspähen kann, weil wir müssen ja später über diese Brücke drüber. Da hinten. Ob wir da schon was sehen. Wir sehen, dass es nicht gut aussieht. Zwei Panzer, aber keine Menschen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ah, da liegt noch mal Muni. Ah, wir sind, oder? Ja, das bringt nicht mehr. Naja, gut. Wir brauchen es wahrscheinlich eh nicht. Komischerweise hier liegen die Leichen noch. Ich dachte, hier gibt es eine Verbindung. Das war wohl nichts. Wie komme ich denn da hoch? Hier auch runtergehen. Ich meine, dann bin ich hier wenigstens gedeckt. Ja, jetzt sind die Leichen auf einmal wieder da. Oder er hat nur drüben die gelöscht. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen selber überrascht. Ich dachte, ich hätte sich bewegen sollen. Aber einer ist ja noch hier. Einen wissen wir ja noch, dass wir haben. Wir wissen nicht, wo er ist. Aber wir wissen, er ist da. Jetzt schon wieder hin. Ach, da hinten. Was macht der denn da? Good work.
Ah, der hat gesehen, dass wir den Sicherungskasten manipuliert haben. Das ist ja cool. Muss man einfach auch mal sagen. Hier könnte man noch mal auffunktionieren. So, jetzt ist die berühmte Frage, wie gehen wir hier weiter? Was ist der sicherste Weg? Schwierig zu sagen. Ich wäre jetzt schon fast für den Stollen. Ja, da kann ich jetzt auch absolut daneben liegen. Über die Brücke oder unter die Brücke? Ups. Da sind wieder zwei Mann. Schon blöd, wenn da so die Hälfte eines Kopfes fehlt. Das ist das, was so das Unschöne am Krieg ist halt, ne? Mal einfach mal so sagen. Wir wollen das gar nicht hier verharmlosen. So, wie geht's weiter? Da geht's nicht weiter. Wir müssen irgendwie rechts rum. Na, da könnten wir hoch. Da steht mal einer. Den braucht man, glaube ich, nicht zu beachten. Der sieht ihn eh nicht. Den ignorieren wir jetzt mal. Da ist noch eine Brücke. Ich hoffe, da geht keiner rüber. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gekommen sind, oder? Nein, kann nicht sein. Das ist der Weg, den wir gekommen sind. Ich glaube nicht, dass uns hier jemand sehen kann. Ja.
weiter. Also manchmal ist die Steuerung wirklich so lala. Hätte auch direkt runterspringen können, oder? So, wie kommen wir jetzt zu dem... Leuchtturm. Das ist der Leuchtturm. Wie geht's da rein? That Kurchatov ordered the secret police to bug his brother-in-law. Where is the trust these days? Ja, das ist wohl wahr. Nicht, dass es jetzt einen Unterschied machen würde. Warum liegt da der ganze Dreck drunter, mal ehrlich? Können Sie sich nicht vorher die Füße ab sauber machen? Okay. Das ist, ja. Ah, Muni. Lustig. Richtung schauen wir jetzt gerade? Die falsche. Dann gehen wir noch weiter hoch. Nachricht. Kopfgeld ist nah. Mhm. I'm at the vantage point. Lots of activity. Black gold has always attracted a large following.
Klopf, klopf. Man hat mich gesehen. Ah, da hat sich ein Schweinehund hin. Das war ein Scharfschütze. Naja. Scheiße passiert. Das ist ja nun mal so. Wo ich schon das Gefühl gehabt hätte, das wäre der richtige Anfangspunkt gewesen. Lots of activity. Black gold has always attracted a large following. Ich gebe zu, den hätte ich vorher sehen müssen. Ganz schön brutal, ey. So, das ist sauber. Ich glaube, um den brauche ich mich nicht zu kümmern. Mal gucken. Ah, da ist aber noch einer. 289. Ups, wo will denn der Schädel hin?
man lernt es schon gut, ne? Muss man sagen, durch das Programm, das man da hat, auch ein bisschen anfängt zu schätzen. Und da auch relativ zielsicher wird. Wo willst du hin? Trotz Schätzung quasi zielsicher ist. Kann man auch sagen. Ich weiß nicht, wo der Rest denn ist. Da war ich natürlich sehr schnell. Irgendwo von rechts gesehen. Nein! Noch höher. Ups, was ist das? Da ist ein Geschütz. Boah.
Okay. Gut, wie wir weiter hier vorgehen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.